Sie steht da unten dran, wenn du Token kriegst. Echt? Das wissen wir noch gar nicht. Ja, stell mal, glaub dran, Badass ran. Ja, nee, doch, Badass ran, klar. Hab ich auch schon gekriegt, aber nicht jeder Badass ran gibt Token. Ja, auch so viel zu wissen. Das ist cool. Ich versuche gerade krampfhaft da oben hinzukommen. Ach komm, schau mal. Ja, was ist denn mit unserem Sniper? Ihr kann er den nicht mal weghauen da hinten? Ja, das ist kein Problem. Ich hab aber halt gerade die ganze Zeit mit der Schrot gespielt. Wo ist denn der? Da oben drauf! Da wo die Lichterkette ist. Ah. Problem gelöst. Dankeschön. Als Sniper macht's echt Bock, aber wie gesagt, ich würde Mission für da vorne haben wir noch gar nicht, deswegen brauchen wir noch gar nicht weitergehen. Das Schöne ist, ich werde mal trotzdem alle Sniper mitnehmen, die ich kriegen kann. Weil für den Fall, dass ich Nahkampf kacke finde, skill ich einfach um. Ja. Das finde ich so herrlich an Borderlands. Ja, kostet glaube ich noch ein bisschen Geld, ne? Ja, und ich habe auch ganz wenig normalerweise, relativ wenig. Immer mit der Ruhe. Hast du schon eingesetzt, die Dings? Bei welcher Quest sind wir gerade? Finde das Audio-Log. Moment mal, wenn ich mit Knife spiele, könnte ich doch normalerweise auch Nahkampfangriff auf meine linke Maustaste machen, oder? Eigentlich. Ja, warum sind wir dann gerade dahin gerannt, wenn wir die Quest noch nicht haben? Das frage ich mich auch gerade. Keine Ahnung. Wir sind gut? Tja, das kommt davon, wenn man zu voreilig ist und. Ja, wenn rushed. Man jetzt schon zehnmal, wenn man jetzt schon mit ein paar Charakteren gespielt hat und dann denkt so, ja, mach ich kurz, mach ich schnell. Ja, man muss vergessen. Ich finde die Radios auch geil, die hier rumstehen. Teilweise läuft es richtig gute Mucke. Ja. War der ganze Socker echt nicht mal größer? Der kommt mir nur so. Alter, du läufst den Berg hoch. Der schrumpft immer mehr gerade auf meinem Sicht. Hallöchen zusammen, wie geht's denn so? Hier ist Jack. Keiner bewegt sich. Was bedeutet das? Verzeihung, wie war noch Ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce, und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche? Dieser Zug wurde rechtmäßig requiriert unter... Heilige Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Er spielt auf keinem Blatt vom Mund. Ja. Der ist sehr direkt. Ich finde ihn total sympathisch. Finde das nächste Audio-Log. Ja. Ich finde das so schön, wie hoch man springen kann. So. Ja, im Gegensatz zum ersten Teil. Nö. Im ersten kann man auch schon so krank hoch springen. Echt? Wenn, dann kommt mir das eher niedriger vor als im ersten Teil, aber ja, das ist eigentlich, glaube ich, glaub, ist genau gleich geblieben. Das mache ich nie wieder. Ja, zumindest gab es im ersten Teil irgendwie wesentlich mehr Dächer, wo man rauf konnte, wo dann Waffenkisten waren, kam mir so vor. Ist man nach New Haven gekommen, hatte man direkt 3-4 Waffenkisten, wo man hinspringen konnte und in Sanctuary gar nichts. Die Perle hat hungerverursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist tot. Das bricht einem ja das Herz. Jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam! Okay, ich finde ihn echt so... Der ist ja super nett. Ja, ne? Spätestens ab diesem Punkt habe ich irgendwie so einen Hass auf den Kerl. Ich habe nur einen Hass auf Claptrap. An der Mission, wie ich das gespielt habe, fast verreckt, ey. Ich wusste nicht, wo ich dieses scheiß Ding finde. Hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln, aber nicht... Los, wir gehen hier lang! So wird's laufen, Kammerjäger! Mein erster Mat Boom wird dich umbringen! Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschenhüpf auf deinem Brustkasten! Klingt eigentlich nur so wie wäre so ein 2.0 vom T-Baggen. Ja. Jetzt kommt einer der besten Dialoge. Ja, nicht viel geredet, seit ich dich abgreife.
abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Hm, eher nicht, hm? Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Hm. Er war ganz gut. Ich hab mir einen halt, Moment. Gekauft, denn ich bin reich, nur damit du es weißt. Okay. Wir haben das noch gar nicht abgegeben. Oder? Oh. Nee, wir haben es noch gar nicht gemacht. Das sehe ich auf der Sache. Also, wir haben es quasi gemacht, aber da hatten wir die Quest noch nicht. Ihr Spinner. Oh Mann, ich dachte es. Hä? Ach ja. Wir sind nicht verplant. Man sollte schon auf die Quests achten, aber ich finde es gut, dass das jetzt nicht nur der Host umstellen kann, sondern auch jeder Einzelne. Ja. Ja, das ist schön. Ist immer ganz lustig, wenn man sich drum streitet, welche Quests man jetzt macht. Immer die, die am, das niedrigste Level erfordert, würde ich sagen. Wieso? Kein Bock auf harte Quests. Naja, so wäre es am sinnvollsten, weil wenn du die dann später erst machst, dann ist ja kein Reiz mehr dran. Da gibt wohl jemand das Handtuch ab. Och, wo? Mein Pulimon-freie gegen Bär. Das wäre natürlich noch viel schöner, wenn irgendwer in Leiers... Pulimon-frei? Sag mal, das erzählen jetzt uns doch. Oh, jetzt hab ich... Nee, immer noch nicht. Braucht ihr noch Hilfe? Höchst effizient. Die Pulimons werden es sich künftig zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Achso, wir haben jetzt schon beides? Ja, bei dem einen bin ich, zum anderen bin ich gegangen. Gibt's eine Taste auf F eigentlich? Auf F hast du nachher dein Ding. Ach stimmt, ja. Ich überlege gerade, weil das Messern auf V ist ein bisschen umständlich, finde ich. Guck mal, ob ich da jetzt irgendwas finde gerade. C oder sowas. Ah, ne, C ist dumm. Ja, R und Q sind auch belegt. Das ist doof. Shift ist nicht belegt. Oder? So, ich hab... Sprinten. Scheiße. Ich hab zwei neue Missionen angenommen, ne? STRG ist nicht belegt. Ja, das ist gut, das werde ich gerade mal machen, Moment. Rennt doch nicht schon los! Ja, wir haben doch die Gegner da eh schon gekillt. Tastatur und Maus, Tastenzuweisung. Ich, ja, Tastenzuweisung. Dankeschön. Das finde ich ein bisschen komisch gemacht, dass man... Wenn man so halb an der Leiter dranhängt, die dann schon hochklettern kann. Auch unsichtbare Wand, na toll. Waffe ablegen. Tatsache. Wo ist denn hier Nahkampf an? Irgendwie gibt's keinen Fallschaden, ne? Ne, irgendwie nicht. Nee, gibt's nicht mehr, steht auch dran, in manchen Ladebalken. Eigentlich ja schade, ne? Ich find's gut. Ja, aber wenn man. Ja, genau, das haben wir, steht auch dran, ne? So, hey, wusstet ihr, in diesem Spiel gibt es keinen Fallschaden? Geronimo! Achso, Geronimo. Hey, ich bin zu doof. Ich glaube, hier gibt's gar keinen Nahkampf, oder? Ja. Natürlich, ich vergaß. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte, sich... Ja, ich muss nicht mal den Arsch wieder nach davon bewegen. Könnt ihr mich nicht mal mitziehen? Wo bist du denn? Ach, da oben. Wo könnte die Sicherung denn hättest du einfach beim Aufzug stehen bleiben können, dann hättest du nämlich das Ding hier schon einsetzen können. Achso, oh. Ach, schon... Aber jetzt möchte ich auch mit hochfahren. Ja, ich auch. Beeil dich, wir hängen Handtuch ab. Wir hängen das Handtuch ab. Hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Schnell. Nein! Dann fahr jetzt zum Unterschlupf hoch und kauf ein Schild. Früher war dies ein ja. Ich hab's geschafft. Ihr Säcke. Das will ich nicht nochmal erleben. Oh, $21 in dem Schrank? Jetzt schon? Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Welchen Schild nehme ich denn? Also ich hab bessere. Ich glaube, ich nehme mal den verbesserten hier für 195. Zurück, dann sehen wir, was kriegen wir denn hier für Waffen? Oh, ich nehme mal die Handfeuerwaffe. Wie schnell ein Inventar schon wieder zugespammt wird, ne? Ja. Komm, ich nehme mal den Schild hier mit 129. Halb tot? Das kriege ich gleich. Ist überhaupt besser, als ich jetzt habe? Nö. Was auch mal eine nette Beschreibung war von wegen... welche Waffen konnte man wegwerfen? Bisschen explodieren beim Nachladen? Ich glaube, Tediore war das. Tediore, ne? Ja.
Tediore-Waffen werden beim Nachladen weggeworfen und explodieren wie eine Granate. Und ja, noch Mann. Was. Das ist absolut. Das habe ich schon auf der Gamescom. Ich dachte erst, das war eine SMG und dann dachte ich, das wäre allgemein für SMGs. Aber auf jeden Fall habe ich das immer benutzt, auch um den Gegner Schaden zu machen. Das ist einfach Nachladen gedrückt. Ich finde das so geil. Aber wir müssen mal gucken, wie nervig das ist, wenn man mit Zero seinen Action-Skill macht, was der da alles labert. Ich glaube, da es gibt keinen anderen Charakter, der so viel redet. Das ist geil, was die Hyperion-Tuss immer labert, wenn man gestorben ist. Ja, das ist geil. Hyperion nimmt sich nicht die Gelegenheit, an dieser Stelle Katsching zu sagen. Jawoll, das schützt vor Kugeln! Ja. Oder wir informieren Sie, dass Sie mit der Nutzung dieser Station das Recht auf... Ach cool, man kann auch Zielhilfe einschalten. Danke fürs Dazwischenreden. Was ich auch gut finde, ist, wenn man zu weit weggeht von den NPCs, dass dann so ein Dings aufploppt. So ein Kommfenster. Ja. Alter, ja, 530 von 1000. Begib dich nach Blackburn Cove. Cove, das ist ja keine Höhle. Spoiler. Ja. Und springen. Symbiose. Ja. Ja. Woher kommt das Geronimo eigentlich ursprünglich? Ich hab überhaupt keinen Plan. Ich auch nicht. Ja, vielleicht ist ein Typ, der Geronimo heißt, von der Klippe gesprungen. Wo? Ich hab gesagt, vielleicht ist ein Typ, der Geronimo heißt, von der Klippe gesprungen. So was gab's hier, gibt's ja in der Geschichte wirklich, dass da so Müll kommt. Ja. Aber macht hier eigentlich irgendeine Geräusche wie bei Borderlands 1, der Berserker im ersten Teil? Keine Ahnung, ja, ganz Zirka, fest, wenn ich dafür 5 bin. Wenn er seine Skill eingesetzt hat. Glaub mir, dafür nervt meiner noch viel mehr, ne? Weil er die ganze Zeit so jetzt Sachen sagt. Ich eine Sekunde mehr, um noch das Menü aufzumachen als im ersten Teil. Aber wisst ihr, guck, mein Typ kann nachher so nerven, weil er die ganze Zeit dann sowas sagt wie: Ich bin unsichtbar. Das hörst dann wirklich über die komplette Map, ne? Ich bin unsichtbar. Ein Phantom inmitten der Schlacht. Egal, das hörst du wirklich, egal wo du dich befindest eigentlich. Das kann so nervig sein. Immer noch kein Token. Ich krieg irgendwie gar keine Tokens mehr. Was kann ich für dich tun? Wir machen ja auch nichts Sinnvolles gerade. Ja, aber ich habe ja schon einige Herausforderungen abgeschlossen. Die Sachen kaufen und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann noch nicht so gut in Nahkampf gehen gerade. Du hast ja auch deinen Skill noch nicht. Ja, der geht aber auch nur einen Schlag lang. Ja, aber der haut dann dafür richtig rein. Ja. Der nimmt ja das auch geil, du kannst das Dudeln explodieren lassen. Geht dann schon ein bisschen Style. Medikits, pam. Ja, es kommt drauf an, was kannst du sonst noch alles mit dem jeweiligen Tree machen, ne? Ja. Ich könnte es aber vorlesen, können wir eure Meinung dazu mal abgeben. Nee, danke, das würde mir jetzt zu viel Zeit lassen. Ja, das andere ist halt... Der eine Skill ist halt wirklich nur für Nahkampf, der andere ist halt für sowas wie, ist halt nur für meinen Action-Skill gedacht, für meine Täuschung. Und der dritte ist halt fürs Snipen. Leute, ich würde vorschlagen, also ich hatte bisher noch keine weiteren Quests in diesem Gebiet, dass wir das ganze Gebiet mal erkunden dann auch.